Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo Verbindung zwischen Vierfeldertafel und Baumdiagramm. Wie der Titel schon verrät, möchte ich in diesem Video den Faden zwischen der Vierfeldertafel und dem Baumdiagramm spannen. Wir brauchen dazu ein bisschen ein Vorwissen. Nämlich du solltest bereits über den Aufbau von Vierfeldertafeln Bescheid wissen. Vierfeldertafeln sind zur Erinnerung eine Veranschauungsform von absoluten Häufigkeiten in Form einer Tabelle. Solltest du dazu noch ein bisschen Unklarheiten haben, dann kannst du dir gerne die Videos Grundlagen Vierfeldertafel bzw. das Anwendungsbeispiel Vierfeldertafeln anschauen. Außerdem werden wir im Laufe des Videos einiges dazu wiederholen. Außerdem solltest du noch den Aufbau von Baumdiagrammen kennen. Dieser Inhalt liegt mittlerweile ein bisschen zurück in meinem Lernzyklus. Du kannst zur Auffrischung gerne ein paar alte Videos nochmals ansehen. Zur Erinnerung, das Baumdiagramm haben wir dazu verwendet, um Zufallsexperimente zu veranschaulichen und den Ablauf genauer darzustellen. Im heutigen Video werden wir dieses Baumdiagramm dazu verwenden, um relative Häufigkeiten zu veranschaulichen. Und relative Häufigkeiten dienen uns jetzt als Grundlage für eine Wahrscheinlichkeit. Also wir interpretieren in eine relative Häufigkeit eine Wahrscheinlichkeit hinein. Ein letzter Punkt noch, du solltest absolute und relative Häufigkeiten berechnen können, beziehungsweise den Unterschied wissen. Die absolute Häufigkeit ist die tatsächliche Anzahl, wie oft etwas vorkommt. Die relative Häufigkeit berechnet sich, indem ich die absolute Häufigkeit, wie oft etwas Bestimmtes vorkommt, durch die Anzahl der insgesamt untersuchten Objekte dividiere. Ja, genaueres dazu werden wir im Laufe des Videos genügend machen. Ich möchte mit dir in diesem Video ein großes Ziel erreichen, wie der Titel bereits verrät. Und dieses Ziel für dieses Video ist eben der Zusammenhang zwischen dem Baumdiagramm und der Vierfeldertafel. Du sollst einerseits diesen Zusammenhang erkennen und andererseits auch für dich verstehen beziehungsweise herstellen können. Ich möchte dazu mit einem Beispiel starten, das du bereits aus dem Video Anwendungsbeispiel für Feldertafel kennst. Wir haben dazu die Vierfeldertafel bereits ausgefüllt. Zur Erinnerung, das Beispiel lautete wie folgt: In einem Fußballstadion sehen sich 21.600 Personen ein Match zwischen Team A und Team B an. Wir haben dann einige Informationen zu den einzelnen Merkmalen, die wir untersuchen. Unsere Aufgabe ist es nun, beschrifte das Baumdiagramm mit den relativen Häufigkeiten. Solltest du noch Probleme mit den absoluten und relativen Häufigkeiten haben, dann empfehle ich dir den Lernzyklus von Johannes. Er hat das Arbeitsblatt Absolute und relative Häufigkeiten bearbeitet und kann dir bestimmt bei etwaigen Problemen helfen, beziehungsweise seine Videos findest du eben unter dem Arbeitsblatt. Ich möchte jetzt vor allem die Rechnungen dazu durchführen. Schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Betrachten wir zuerst das Baumdiagramm. Das Baumdiagramm ist eben zweistufig aufgebaut. Die erste Stufe und die zweite Stufe zur Erinnerung. In der ersten Stufe, im ersten Prozess, entscheiden wir, ob Fan von Team A, ob eine Person Fan von Team A oder Fan von Team B ist. Wir können das Ganze auch als Zufallsexperiment auffassen. Nämlich du kannst dir vorstellen, dass wir eine beliebige Person herausfassen. Und diese eine Person untersuchen wir auf zwei Merkmale. Nämlich einerseits, von welchem Team diese Person Fan ist. Und zum anderen, in welche Altersklasse, ob volljährig oder minderjährig, diese Person fällt. Dementsprechend können wir dann auch dieses Baumdiagramm uns vorstellen. Gut, wir haben da eben dieses zweistufige Baumdiagramm. Die erste Stufe betrachtet eben die Untersuchung, ob Fan von Team A oder Fan von Team B. Wir verwenden jetzt die relativen Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Äste. Und dazu verwenden wir auch gleich die erste Information, die uns zur Verfügung gestellt wird. Nämlich wir wissen, 11 Achtzehntel der Personen sind Fans von Team A. Also ist die relative Häufigkeit 11 Achtzehntel.
Und wir können diese relative Häufigkeit als Wahrscheinlichkeit auffassen. Wir wissen bereits aus dem Text, dass die anderen Personen Fans von Team B sind. Außerdem können wir auf das Beispiel Vertiefung Baumdiagramm zurückgehen. Dort haben wir eine wichtige Erkenntnis gewonnen, nämlich dass die Summe aller Äste 1 ergeben muss. Also das heißt, wenn der linke Ast 11 Achtzehntel ausmacht, dann muss für den rechten Teil, also für den rechten Ast, da dies ja alle anderen Personen umfasst laut Text, 7 Achtzehntel als relative Häufigkeit aufweisen. So, das Ganze markieren wir noch, damit wir im Nachhinein nachvollziehen können, woher wir diese Informationen haben. Der nächste Punkt sagt, dass 47 der Fans von Team A minderjährig sind. Also wir befassen uns nun mit dem linken Teil. Wir wissen, wir sind in den Fans von Team A unterwegs, daher im linken Teil des Baumdiagramms. Und unter diesen Fans ist jetzt die relative Häufigkeit für minderjährig 47. Daher können wir das auch im Baumdiagramm eintragen. Aus dem gleichen Schluss, wie wir bereits oben die 7 Achtzehntel bestimmt haben, können wir nun die relative Häufigkeit für volljährig berechnen, nämlich die 47. ergänzt auf 1, bleiben uns übrig 33/40. Gut, dann bleibt nur mehr der rechte Teil des Baumdiagramms übrig, nämlich im Bereich der Fans von Team B. Und dazu haben wir wieder einen Punkt an Informationen, nämlich unter den Fans von Team B befinden sich 7140 volljährige Personen. Um diese Information jetzt tatsächlich verwenden zu können und die relativen Häufigkeiten bestimmen zu können, müssen wir uns zuerst einmal die absolute Häufigkeit bzw. die Anzahl der Fans von Team B berechnen. Dazu müssen wir die 7 Achtzehntel multiplizieren mit die 21.600. Wir erhalten dazu 8.400. Und wir wissen nun, dass von diesen 8.400 7.140 volljährig sind. Daher können wir uns die relative Häufigkeit berechnen, indem wir 7.140 dividiert durch 8.400 berechnen. Und diese Rechnung geht eben auf eine Anteilsberechnung zurück, beziehungsweise in die Prozentrechnung, wenn wir das Ganze in die Unterstufe übertragen möchten. Diesen Bruch können wir natürlich kürzen und wir erhalten 17 Zwanzigstel. Das Ganze habe ich jetzt auch im Baumdiagramm eingetragen und wir können uns die relative Häufigkeit für minderjährige Fans von Team B berechnen, indem wir eben auf 1 wieder ergänzen und das sind 3 Zwanzigstel. Gut, das war soweit einmal diese Aufgabenstellung. Ich möchte dir jetzt noch einen anderen Weg zeigen. Und dazu habe ich eine Aufgabe dann für dich. Das ist jetzt der andere Weg. Du kennst diese Tabelle mittlerweile schon. Auf deinem Arbeitsblatt schaut das Ganze so aus. Wir haben die obere Tabelle, also die Vierfelder-Tafel, bereits ausgefüllt mit den absoluten Häufigkeiten. Wir können jetzt das Baumdiagramm auch anhand der Vierfelder-Tafel berechnen. Und dazu müssen wir ein. Das ist nun deine Aufgabe. Du kennst dieses Beispiel mittlerweile. Wir haben die Vierfelder-Tafel im Schritt 1 bereits im vorherigen Video ausgefüllt. Du sollst nun, beziehungsweise wir werden gemeinsam beginnen, du kannst dann fortsetzen, das Baumdiagramm anhand der Vierfelder-Tafel aufstellen. Um das Ganze anhand der Vierfelder-Tafel zu berechnen,
brauchen wir wieder relative Häufigkeiten. Wir müssen eigentlich nur aus den absoluten Häufigkeiten die relativen Häufigkeiten berechnen. Dazu werde ich den linken Teil des Baumdiagramms vorrechnen, den rechten Teil kannst dann du übernehmen. Betrachten wir zuerst einmal die relative Häufigkeit für Fan von Team A. Dazu verwenden wir die Summe aller Fans von Team A und dividieren das Ganze durch 21.600. Also 13.200 durch 21.600. Das Ganze liefert dann gekürzt 11 Achtzehntel. Analog dazu können wir nun das Ganze für Team B machen. Dazu müssen wir die 8.400 dividieren durch 21.600. Diesen Bruch können wir auch kürzen und wir erhalten 7 Achtzehntel. So, das Ganze auch im Baumdiagramm eingetragen. Nun befassen wir uns mit dem linken Teil, den rechten Teil überlasse ich dann dir. Wir schauen uns an, wir bewegen uns jetzt nun in den Fans von Team A und untersuchen das Merkmal volljährig oder minderjährig. Um die relative Häufigkeit für Volljährige zu bestimmen, nehmen wir die absolute Anzahl der Volljährigen und dividieren diese durch die 13.200, also durch die Fans insgesamt von Team A, 10.890 durch 13.200. In gekürzter Form erhalten wir dann 33 Vierzigstel. Das können wir auch im Baumdiagramm eintragen. Und für die Berechnung der relativen Häufigkeit der Minderjährigen müssen wir die 2310, so einen anderen Stift, 2310 dividieren durch 13.200 und wir erhalten einen gekürzten Bruch mit 7 Vierzigstel. Den rechten Teil des Baumdiagramms berechnen wir ähnlich. Den ersten Schritt zeichne ich noch ein. Die restlichen Schritte kannst du dann selbstständig machen. Um die relative Häufigkeit für Volljährige im Team B zu berechnen, müssen wir die 7.140 dividieren durch 8.400. Es folgt nun deine Aufgabe, nämlich du sollst das obige Baumdiagramm mit den fehlenden relativen Häufigkeiten beschriften. Ich habe dazu den ersten Schritt bereits eingezeichnet. Halte das Video an und wenn du mit deiner Lösung fertig bist, dann kannst du das Video fortsetzen. So, ich hoffe, du bist nun mit der Lösung fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Ich habe dazu nicht das Beispiel fertig gerechnet, sondern ich verweise darauf, was wir bereits vorab berechnet haben. Vergleiche deine Ergebnisse und kontrolliere. Ich wünsche dir gutes Gelingen und viel Spaß im weiteren Lernzyklus.